Günter Kriechbaum hat als nächster Redner das Wort von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Europäische Union, wir unterhalten weltweit mehr als über 130 Freihandelsabkommen zu Staaten. Kein einziges Freihandelsabkommen wurde in der Vergangenheit so leidenschaftlich, hitzig, zum Teil auch polemisch, populistisch diskutiert wie TTIP oder CETA, was der Gegenstand unserer heutigen Debatte ist. Und auch über CETA, dem Freihandelsabkommen mit Kanada, würde wahrscheinlich genauso wenig diskutiert wie über alle anderen 130 Freihandelsabkommen zuvor, wenn es nicht in dem zeitlichen, räumlichen Kontext mit TTIP stünde. Damit sind wir vielleicht auch bei dem eigentlichen Problem angelangt. Einer in der Gesellschaft tief sitzenden Amerika-Skepsis, die bisweilen auch in einen, ja, man muss schon sagen, blanken Anti-Amerikanismus überschlägt. Das muss uns Anlass zur Sorge sein, denn viele der vorgetragenen Bedenken in der Bevölkerung zeugen von einem Mangel von Vertrauen. Es muss schon nachdenklich machen, wenn höchste politische Vertreter Beifall zollen, wenn von einem freien Handel von Lissabon bis Vladivostok gesprochen wird, andererseits aber beim Thema CETA und TTIP einen Eiertanz hinlegen. Weder geostrategisch noch handelspolitisch darf es eine Äquidistanz, also einen gleichen politisch-ideologischen Abstand geben zwischen unseren transatlantischen Partnern und Russland. Und wer übrigens wissen will, wie eine Handelspartnerschaft, wie eine Freihandelspartnerschaft funktioniert, östlich von uns auf der Landkarte, der kann ja mal schauen, wie die Eurasische Zollunion sich so gestaltet. Von einer Partnerschaft auf Augenhöhe kann da überhaupt nicht die Rede sein. Ja, Partnerschaft auf Augenhöhe. Das müssen wir einfordern, aber hier sollten wir uns nicht selber kleiner machen, als wir sind. Die Europäische Union ist weltweit die größte Wirtschaftszone mit 500 Millionen Menschen, die USA 300 Millionen und Kanada 40 Millionen. Deshalb, bei CETA wie bei TTIP geht es weder um mit Chlor desinfizierten Hühnchen noch um französischen Rohmilchkäse. Es geht darum, wer setzt die industriellen Standards des 21. Jahrhunderts. Diese können gefunden werden zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada oder eben zwischen den USA und Kanada und dem pazifischen Raum, inklusive China. Wir haben noch die Möglichkeit, die Globalisierung zu gestalten, und Kollege Heil hat genau darauf auch hingewiesen. Der freie Handel ist dabei eine Riesenchance. Diese sollten wir nicht kaputtreden, denn jeder, der das tut, verkennt, dass wir innerhalb der Europäischen Union genau dieses Grundprinzip des freien Warenverkehrs haben, den sogenannten Binnenmarkt, dem wir Hunderttausende von Arbeitsplätzen zu verdanken haben. Im Rahmen der Freihandelsabkommen mit Staaten außerhalb der Europäischen Union bewegen wir uns, Herr Kollege Heil, natürlich weitestgehend im Feld der freien Marktwirtschaft. Das Korrektiv kann oder muss vielleicht aber dann gerade die Europäische Union sein, um aus diesem Modell der freien Marktwirtschaft zu einem Modell der sozialen Marktwirtschaft zu kommen. Und ich glaube, es darf und kann natürlich nicht die notwendigen Strukturreformen ersetzen. Aber das ist genau natürlich die Aufgabe, die auf die Europäische Union zukommt. Blickt man nun auf die EU, fällt auf, dass gerade in den wirtschaftlich prosperierenden Ländern, die von CETA und TTIP am meisten profitieren würden, der Ablehnungsgrad in der Bevölkerung am höchsten ist. Es sind dies Deutschland, Österreich vorne dran, Luxemburg und auch Slowenien. In allen anderen Staaten wird CETA wie TTIP einhellig begrüßt. Beispielhaft seien genannt Litauen, Zustimmungsgrad 77%, Irland 70%, Griechenland 60%, Portugal 57%, auch Spanien 55%.
alles Staaten, die wirtschaftlich natürlich einen gewissen Aufholbedarf haben, die aber gerade TTIP wie CETA als Chance sehen. Und ich glaube, genau auch diese Staaten dürfen wir nicht um diese Chancen bringen, die diese Freihandelsabkommen mit sich bringen. Deswegen auch wir sollten die Chancen darin erkennen. Noch ein Aspekt, der uns zu denken geben muss. Wir müssen uns in Europa endlich entscheiden, was wir eigentlich wollen. Die Handelspolitik ist eine hundertprozentige Kompetenz der Europäischen Union mit voller Mitwirkung des Europäischen Parlaments. Das Europäische Parlament ist nicht besser als die nationalen Parlamente. Es ist auch nicht schlechter als die nationalen Parlamente. Es ist anders als die nationalen Parlamente. Aber ein vollwertiges Parlament mit direkt demokratisch legitimierten Abgeordnetenkollegen. Und ich glaube, auch wir tun gut daran, bei so mancher Diskussion, dass wir das nicht in Frage stellen und das Europäische Parlament zu einem Parlament zweiter Klasse degradieren. Der Regelungsinhalt von CETA betrifft zum Löwenanteil den Bereich des sogenannten EU-only, wie wir im Jargon dazu sagen. Nun ist es bei einem Abkommen so, dass bereits wenige Inhalte dafür sorgen, um aus einem EU-Only-Abkommen ein sogenanntes gemischtes Abkommen werden zu lassen. Ähnlich wie bei einem Glas Wasser, wo wenige Tropfen Pastis bereits ausreichen, um dieses betrüben. Aber das ist die sogenannte Pastis-Theorie von Professor Korkott, wie Sie natürlich auch wissen. Aber wir müssen uns natürlich fragen, ob wir die Folgen davon wirklich haben wollen. Es bedeutet nämlich, dass CETA wie TTIP von über 40 nationalen und zum Teil auch regionalen Parlamenten ratifiziert werden muss. Sagt nur ein einziges Nein, kommt der Prozess insgesamt zum Erliegen. Damit lähmen wir uns am Ende des Tages selbst. Das wallonische Parlament, das 0,72% der EU-Bevölkerung repräsentiert, hat sich bereits auf ein Nein festgelegt. Damit werden die übrigen 99,28% der Europäischen Union irrelevant. Das kann es nicht sein. Wie hätten wir das vermeiden können und wie kann man das für die Zukunft vermeiden? Die Verhandlungsmandate, die der Deutsche Bundestag beschließen muss, müssen gerade bei Industrienationen auf den EU-Only-Bereich begrenzt werden. Bei anderen Ländern, wo wir Schiedsgerichtsklauseln brauchen, ist das vielleicht anders. Aber wir vermeiden damit auch eine Beschädigung der Europäischen Kommission, denn sie hat das Abkommen entgegen ihrer eigenen Überzeugung am Ende als ein gemischtes Abkommen eingestuft. Abschließend ist zu begrüßen, dass der Deutsche Bundestag mit einer Stellungnahme seiner Integrationsverantwortung wahrnimmt. Dies kommt dort auch explizit zum Ausdruck. Das Bundesverfassungsgericht wird in Zukunft aber zunehmend darauf achten, dass diese sogenannte Integrationsverantwortung nicht nur beim Akt der Übertragung der Kompetenz wahrgenommen wird, sondern auch beim Vollzug. Das bedeutet, dass der Deutsche Bundestag auch darüber wachen muss, dass die Kompetenz so ausgeübt wird, wie sie übertragen wurde. Und in diesem Zusammenhang, in Erwartung angekündigter Klagen, sollte der Bundestag einen leider etwas versteckten Hinweis des Bundesverfassungsgerichts im sogenannten OMT-Urteil ernst aufnehmen. Darin wird die Einführung einer sogenannten gutachterlichen Stellungnahme erwogen, die das Bundesverfassungsgerichtsgesetz so bisweilen nicht kennt oder man muss vielleicht besser sagen, nicht mehr kennt. Das könnte Verfahren in Zukunft effektiver machen. Auch damit sollte sich der Deutsche Bundestag bei Zeiten auseinandersetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz aller juristischen Diskussionen darf nicht übersehen werden. Scheitert CETA, scheitert TTIP, dann würde mehr scheitern als ein jeweiliges Freihandelsabkommen. Die transatlantischen Beziehungen würden Schaden nehmen und zu deren Pflege gehört Vertrauen auf allen Seiten. Darin liegen eben die Chancen, wenn wir hier dann auch zu einem baldigen Abschluss kommen, mit einer parlamentarischen Gestaltung. Und ich glaube, dann wird es am Ende des Tages auch ein gutes Abkommen werden. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat Alexander